Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wobbly Live. In der letzten Folge war ja die Jubiläumsfolge, da haben der Foma und ich uns zwei coole Outfits geholt. In dieser Folge zeige ich euch das zweite Outfit und zeige euch, wie man die Strange Limousine im Wobbly Live bekommt. Das hier ist das zweite Outfit, der verfrorene Wobbly. Er ist eisig. Und Schneeflocken fallen von ihm herunter. Mit ihm kann man perfekt Verstecken spielen im Berg. In der Berghöhle kann man mit dem perfekt Verstecken spielen. Also Leute, falls ihr das mal machen wollt, in der Berghöhle Verstecken spielen, holt euch das Outfit. Das Video, wo wir uns das Outfit und das andere Outfit geholt haben, werden wir in der Videobeschreibung verlinken. Und ich würde dann sagen, let's go! Wir fahren dann jetzt zum Wobbly Fragenhaus, nenne ich das mal. Da, wo das große Wobbly Quizhaus ist. Oder Wobbly Quizhaus kann man es auch nennen. Ich nenne es aber immer Wobbly Fragenhaus. Und wir sind dann gleich wieder beim Fragenhaus. Und da sind wir auch schon beim Wobbly Fragenhaus. Falls ihr nicht wisst, welches gemeint ist, das Haus mit diesen WTV. Das ist gemeint, weil in diesem Haus gibt es ein paar versteckte Items. Aber das eine Sache ist sehr wichtig. Parkt am besten gut ein, sonst zerrammen die Fahrer, die auf der Straße rumfahren, ja, euer Auto. Deswegen parkt am besten gut ein. Und dann jetzt los. Hier sind wir auch schon. Dann gehen wir auf den Fahrstuhl. In den Green Screen müssen wir rein. Nach oben. Eiserne Wobblies frieren doch normalerweise an Knöpfen fest. Oh, ich bin an der Wand festgefroren. Ich komme nicht mehr weg. Kleiner Spaß beiseite. Jetzt rein in den Aufzug. Und ab nach oben. Wir müssen der Wonderful Wobbly Quiz müssen wir hin. Und da ganz oben seht ihr wahrscheinlich, da die dritte Etage ist wegradiert. Und deswegen zeige ich euch, wie man da hochkommt. Weil wenn ich jetzt da drücke, passiert nichts. Und zwar, wir müssen hier rein. Dann, guck mal, dieses Plakat hier hängt ja schräg. Und guck mal, hier ist eine kleine Nische. Und dieses Plakat kann man abnehmen. Und aha, ein Knopf. Und mit diesem Knopf schaltet man die nächste Etage frei. Habe ich ihn nicht richtig gedrückt? Ich glaube, ich habe ihn nicht richtig gedrückt. Ja, ich habe ihn nicht richtig gedrückt. Jetzt ab nach oben. Oh, falsche Tür. Und jetzt wieder hier auf diesen Pfeil nach oben drücken. Dann müssen wir da ganz oben sein, wo diese Etage wegradiert ist. Wir fahren ganz schön lang nach oben. Ist wahrscheinlich auch das oberste Sach. Und hier dieses Geschenk. Dadurch kriegt ihr die Limousine. Und ich muss aufpassen, dass mich der Sicherheitsteam nicht, das Sicherheitsdings, Sicherheitstyp nicht erwischt. Hier ist ein Tresor. Den nehme ich mit. Ah, den kriege ich nicht mit. Manu, ich habe nicht kein Geld. Und dann fliege ich jetzt einfach nach unten. Und jetzt ab nach unten. Dann schauen wir uns die Limousine an. Ich freue mich. Weil dann habe ich endlich ein Auto. Und mit diesem Auto kann ich so viel tun und machen und so. Und noch was im falschen Raum. Ich bin mal wieder im falschen Raum. Hier in diesem Kinoraum könnt ihr euch richtig kleine Roleplays machen. Wie zum Beispiel einfach hier drücken. Schon habt ihr es hier. Und hier könnt ihr euch einfach passende Gegenstände kaufen, die ihr für eure kleines Abenteuer oder Roleplay braucht. Das ist auch ganz lustig. Ihr könnt zum Beispiel hier in der Wüste, kommen auch die passenden Geräusche, im Weltraum oder im Meer. Oder es einfach ganz grün lassen. Und wenn es grün ist, ist es keine Wand. Man kann hier reinlaufen.
bis zu einer bestimmten Stelle. Und jetzt Spaß beiseite. Jetzt zeige ich euch endlich die Limousine. Oh, falscher Fahrstuhl. Weil nicht der Fahrstuhl fährt nicht nach ganz unten, nur dieser hier fährt nach ganz unten. Das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß. Okay, dann rüber gehen wir hier beim Krankenhaus. Ja, Krankenhaus oder Sanitätshaus, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine Telefonzelle, wo ihr euch auch gleich euer Auto holen könnt. Stimmt, ich habe ja auch das Raketenauto, habe ich ganz vergessen. Dann habt ihr hier die Limousine, die extrem lang ist. Wenn man hier reinguckt, sieht man auch Fernseher, Bar, alles, was man zum Leben braucht, eine Couch. Ja, und wieso muss ich die jetzt eigentlich fahren? Ich würde da gern hinten drin sitzen und eine Limo trinken. Ah, das der Nachteil ist, man kann die kaum lenken. Die ist voll schwierig zum Lenken. Wenn ihr um eine scharfe Kurve wollt, geht es nicht. Wir fahren jetzt noch kurz zum Umfärben, wo ihr die Limousine umfärben könnt. Einfach hier rein. Meiner Meinung nach sieht die in Weiß schon gut aus, aber nicht so perfekt. Ich würde sagen, mal sehen, wie die in Grün aussieht. Also ich finde, würde die, glaube ich, mal sehen in Schwarz. Ja, in Schwarz sieht die ultra geil aus. Passt aber auch zu meinem Logo. Und deswegen würde ich sagen, ciao, ciao. Möge der Limo-Fahrer mit euch sein. Ciao, ciao.